Jo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Swords and Souls Never Seen. Und ich habe jetzt, was waren das? Vielleicht so. Benötigt Rang Silber. Im Nahkampf. Damn. Ja, machen wir mal hier die Konter ein bisschen hoch. Falls ich dann doch mal konter, dass es auf jeden Fall stärker ist. Also ja, ich habe jetzt ein bisschen nicht, also es war echt nicht lange gemacht. Und man merkt es auch, also obwohl ich echt gut war, gefühlt. Habe ich hier von 500, also ich habe gerade mal 600 Punkte bekommen, obwohl man jetzt viel schneller, viel einfacher Punkte bekommt. Und man denkt sich jetzt, hey, das ist ja mehr, also das ist ja das Doppelte jetzt. Aber ist es nicht, weil es ist viel weniger wert sozusagen. Genau, dann Gewandtheit habe ich wie gesagt auf Bronze gemacht und Gesundheit habe ich, Verteidigung habe ich überhaupt nicht gelevelt. Gucken wir mal, wie es jetzt läuft. Wie gesagt, wollte ich jetzt ja auf jeden Fall erstmal diese zwei Silber verdienen. Oh, das ist immer noch extrem? Obwohl ich jetzt gelevelt habe, ist das immer noch extrem? Okay, wie krass muss das Level sein? What the fuck? Ich meine, wir haben legit 10.000 mehr Leben jetzt. Und, na gut, okay, der Schaden ist jetzt gar nicht mehr so krass gestiegen. Also, na gut, hat sich halt mehr ist verdoppelt, aber ja, so krass ist es jetzt dann trotzdem nicht. Verdammt. Die sind alle drei hintereinander dran. Das ist sau unfair. Ey, ich hab doch geblockt. Jetzt. Zack. Okay, mein Konterschaden ist aber gar nicht mal so stark. Ach, Mist, der hätte jetzt klicken müssen, ne? Verdammt, das war dieser Crit. Dammit. Naja, es ist gar nicht mehr so krass. Also, ich meine, ich schaffe die jetzt zwar locker. Also ich meine, ich habe noch mehr als die Hälfte meines Lebens jetzt gerade, obwohl ich gerade ziemlich ausweichen und Blocken auch verkacke oder verkackt habe. Aber trotzdem, ich meine, wenn die nächsten wieder alle über ein kleines bisschen stärker sind, schaffe ich das schon wieder nicht. Echt heftig, ey. Also dass die direkt am Anfang so loslegen, dass du so krass grinden musst, ist schon krass. Was natürlich jetzt wahrscheinlich auch daran liegt, dass ich mir keine besseren Waffen kaufe und so. Aber wie gesagt, ich wollte jetzt einfach nur mal eben diese Trainingsmethoden, ich will die jetzt endlich kriegen. So, den nächsten betäuben wir. Wait. Hä? Der ist Fernkämpfer, das ist ja kompliziert. Na, okay, ist doch nicht. Okay, easy. Was, der 10.000? Deine Solons oder dein Leben? Wie du wünschst. Oh, gekontert. Kontern macht einfach nur 30 Schaden beim Fernkampfkonter, weil ich das noch nicht immer trainiert habe. Also das besitze ich ja quasi noch gar nicht. Oh wow, jetzt hat der mich vergiftet. What the fuck? Es gibt Tränke? Man kann Tränke benutzen? Was zum Teufel ist hier los? Okay, also von Trinken hat noch nie jemand was gesagt. Und vor allem das Gift, wie krass ist das? Holy moly. Jetzt müssten wir die zwei Silberstücke zusammen haben. Das war sowieso nur ein Scherz. Ich gehe dann. Ja. Ach, wir kriegen von der nix. Aber hier. Und ein Schild haben wir bekommen. Ah, wir haben es wieder nicht zusammen. 1,93 nur. Es kann ja nicht sein. Ich will doch hier nur diese Trainingsmethoden freischalten. Das Schild müsste nochmal besser sein. Oh, ja. Wesentlich. Okay. Wie man Sachen verkauft. Muss ich googeln? Mal gucken. Okay, die sehen nicht besonders stark aus. Oh, aber gibt drei Runden. Ah, der Fernkampfkonter. Also da kann ich mir das Konter eigentlich echt sparen. Weil das einfach komplett nutzlos ist. Verdammt. Zack. Der Konter hingegen ist sehr gut. Jetzt kill mal den da. Ja, warum bin ich eigentlich nie dran? Was soll denn der Scheiß? Na gut, jetzt. Ja, toll. Warum kommt der Crit nur bei dem halbtoten Typen? Ich verstehe nicht ganz, warum der zweimal hintereinander dran kommt, obwohl sein Kumpel schon tot ist. Verdammt. Okay, der ist betäubt, der ist dead.
Aber das Boss-Battle... Ach du Scheiße. Warum schaffe ich immer beim Fernkampf den Konter, wenn er so nutzlos ist? Ey. Nicht blockierbar. Oh. Ja, ich fürchte, das wird nix. Ach. Das Spiel ist echt crazy. Es ist nice, aber es ist crazy. Ach Mist, jetzt habe ich wieder ruhig gedrückt. Ja, wobei, ganz ehrlich, besiegen wir einfach die ersten beiden und machen dann einen Abgang. Dann kann ich nämlich, kann ich mir nämlich das nächste Training freischalten. Lol, doppelter Konter? Was ist denn jetzt los? Verdammt. Ach so, weil der mich auch ach, der hat ja auch eine Keule, der hat mich auch betäubt. Lol, das ist halt vorher nie passiert, deswegen... Naja, und dann ist der logischerweise natürlich nochmal dran dann. Ja, das ergibt Sinn. Jetzt nochmal zwei. Okay, dann mach den noch fertig hier. Nicht blockierbar. Okay, Gegner mit Keule sind nervig, ja. Na gut, dann gehen wir hier raus. Und dann... Was haben wir jetzt da hier? Ah, meine Museumseinnahmen. Und was bringen Kleeblätter? Ach so, da kann ich hier den Pilz füttern und krieg dann... Oh, Gewandtheit und... Oh. Wow. Okay, einfach nur mal ins Museum gehen, habe ich gehört. Dann kriegt man einfach tonnenweise Zeug. Ja, dann investieren wir direkt mal richtig heftig, oder? Komm, 5 Silber, was kostet die Welt? Das müsste dann ziemlich heftig sein. Ach, hier oben steht's ja, ne? Ah, es ist schon die Ingame-Zeit gemeint. Ja gut, richtige Tage wäre krank. Das wäre richtig krank. Ah, und jetzt kann ich noch weitere... Der große Held, der gegen Gesetzlose kämpft. Nur, wenn ich meinen Auftrag abgeschlossen habe, stehe ich zur Verfügung. Ich hoffe, du bist bereit, ein paar Solons auszugeben. Meine Klinge ist nicht billig. Oh, doch, doch, das ist sie. Adameo. Aber im Ernst, du musst im Voraus bezahlen. Eingestellt, 2 Schlachten übrig. Ach, die kämpft nur für gewisse Schlachten? Okay, wenn man sie öfter beauftragt, wird sie vielleicht oder eventuell stärker. Aber die ist nicht permanent, man muss die immer wieder bezahlen dann. Ja, okay. Aber egal, wir können jetzt endlich das neue Training freischalten. Halleluja. Wobei es wahrscheinlich nicht viel bringt, wenn wir... Zerstöre Ziele. Wahrscheinlich nicht viel bringt, wenn wir... Oh, wow. What the fuck? Okay, man hat keinen Cursor. Doch. Aber... Also das hier ist der Cursor. Also es ist nicht so einfach, wie es aussieht. Ach du Scheiße. Also das Ding hält halt nicht ewig und du musst in der Zeit alles kaputt machen. Nein! Oh, noch geschafft. So ein bisschen wie so Snake.io oder so ein Scheiß. Ah. Na gut, es wird uns halt heftige Level-Ups geben. Aber da jetzt wahrscheinlich ziemlich schnell aufsteigt. Oh, 100er Combo. Hatte ich nur ein einziges Mal bei Nahkampf. Oh, nein! Oh, 143er Combo. Na gut, jetzt gucken wir mal, dass wir gleich Holz abschließen am besten. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu... ja. Ja, ich weiß selber nicht, was ich sagen will. Ihr wisst schon, was ich meine eigentlich, ja. No. Ah, dann brauchen noch... Nein, hätte noch einen Stern gebraucht. Also ich gucke unten auf die...
Aufgabe, die wir haben. Ach komm, das gibt's ja nicht. Man darf die Maus nur so ganz leicht bewegen, das ist das Beste. Ja, okay, verkackt. Was ist denn jetzt los, ey? Jetzt kriege ich es gar nicht mehr auf die Reihe. Also hier haben sie sich was Interessantes überlegt, haben sie einfach mal diese ganzen I.O.-Spiele quasi kopiert. Und das in ihr RPG-Spiel integriert. So, jetzt müssen wir einfach nur viermal die Statistik erhöhen, das geht schnell. Noch einmal. Haben wir auch. Oh. Nee, haben wir auch. Na, schade. Holzaufgaben erledigt. Dann gucken wir mal, ob wir Holz auch abgeschlossen haben. Yes. Direkt Rang Bronze. Nice. Okay, das ging jetzt ziemlich schnell. Feuerball. Authentischer Feuerball. Okay, interessant. Direkt fertig. Gibt natürlich nice Level-Ups. 78 Punkte. Okay. Ah, jetzt checke ich das. Das habe ich nämlich vorhin mich auch schon gewundert, weil am Anfang war das doch so günstig. Das wird teurer, wenn du die anderen schon gekauft hast. Aber das ist ja eh das letzte, das Fernkampftraining. So, mal gucken, wie das jetzt ist. Schieße auf Ziele. Uiuiui. Ach du Scheiße. Ah, Gott. Alter, was ist das denn? Oh, man kann zwei auf einmal abschließen. Interessant. Ja, es ist, es hat was, aber das hier, muss ich sagen, ist am nervigsten. Also das mit dem Feuer, also mit dem Soul-Magie fand ich schon, also von der Panikmache her am krassesten. Die anderen sind halt relativ entspannt dagegen. Aber das hier finde ich mit Abstand am stressigsten. Weil du musst nicht nur die Ziele treffen, du musst noch in die Mitte treffen und du musst den Bogen und den Arm ja quasi permanent bewegen. Das hat's in sich. Schaffen wir die 100er-Combo? Yes. So, ich weiß aber nicht, da steht jetzt Nummer 5. Oh, 3 auf einmal. Nummer 5. Vorhin waren es 11, glaube ich, bei Soul-Magie. Oh. Das war knapp. 136. Also je krasser unsere Kombi ist, desto schneller leveln wir das hoch. Soweit ich das verstanden habe. Oh, kein Fehler für 17 Sekunden. Also muss ich 7-mal hintereinander den Stern treffen, das ist bei einer 200er-Kombi. Ach du Kacke. Nein! Oh, das waren gleich 2 auf einmal. Abgeschlossen, nice. Alter, eine 242er-Kombo, jetzt müsste es aber wirklich ziemlich fette Punkte geben. Gucken wir mal, wann wir verlieren. Oh nein, jetzt haben wir verloren. 270er-Kombo. Ja gut, dann machen wir noch die Holzaufgaben fertig, aber da müssten wir, also da müssten wir schon echt extrem... Da müssten wir jetzt schon echt extrem gelevelt haben.
Also wirklich krank. Und wir haben es. Holzaufgaben erledigt. Yes. Na gut, dann zocken wir das jetzt noch. Ne, wobei zocken wir das jetzt nicht fertig. Das dauert zu lang. Also Bronze auf jeden Fall. Und noch. Oh. Ne, gerade so sogar nur. Okay, das ist aber irgendwie unlogisch. Weil eine 200er-Kombo... Ach, keine Ahnung. Aber vielleicht ist es bei Fernkampf, weil es... Also gefühlt war es leichter eigentlich. Obwohl ich erst dachte, dass es deutlich schwieriger ist. Naja, egal. So, keine Punkte mehr. Und hier haben wir nur 78 Punkte. Dann gehen wir wieder hier. Ja, wir haben uns wieder kaum verbessert eigentlich. Ich meine, gut, okay, jetzt haben wir Fernkampf und Soulmagie verbessert. Die wir ja gar nicht benutzen, aktiv im Kampf. Oder noch nicht. Aber ja, krass. Dann verbessern wir unser Lager nochmal. Und dann würde ich sagen, verdienen wir wieder einen Silber und kaufen uns endlich die neuen Waffen. Was zum Teufel, warum haben wir jetzt hier 16,5 Silber? Nevermind, wir kaufen uns direkt die neuen Waffen. Ach nee, falsch, das ist ja der Schmied. Die Taverne. So, dann kaufen wir uns mal... Ach, jetzt kaufen wir uns wieder alle. Man kauft sich immer alle. Ach, und okay, ich kann mir jetzt gleich die nächsten kaufen? Aber ich habe eigentlich überhaupt Platz dafür? Oh, 101 Silber kosten die nächsten. Okay, krass. Wow, schau dir mal den Schaden an. Der hatte 1201 und der hat einfach 3602. Okay, heftig. Heftig, heftig, heftig. Aber meine alten Sachen, die kann ich nicht verkaufen, oder? Das ist unmöglich. Okay, keine Ahnung. Da kommen wir vielleicht noch dahinter, aber was auf jeden Fall heftig, also das Museum ist ja mal, what the fuck, da muss man einfach gar nichts machen und kriegt tonnenweise Geld. Das, okay, jetzt kostet, oh, okay, jetzt kostet das Investieren allerdings auch 38 Silber, was echt heftig ist, okay. Na gut, aber wir haben ja auch schon eigentlich unser gesamtes Geld nur aus dem Museum bekommen, krass, dammit. Na gut, dann schiebe ich jetzt noch eine Trainingseinheit Nahkampf durch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Und dann hoffentlich schaffen wir da eine, aber jetzt durch die neuen Waffen. Also jetzt müssten wir wirklich mal 2, 3 oder 4, 5 Level, sag ich mal, schaffen. Genau, auf jeden Fall danke fürs Einschalten, macht's kurz rein, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.